Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Cyber-IT-Sicherheitslage in Deutschland, insbesondere natürlich mit dem Fokus auf die Energiewirtschaft. Wir gehen dafür mal auf die Seite des BSI, unserer geliebten Aufsichtsbehörde für die IT-Sicherheit, die wir natürlich aus dem Kontext des Smart Meter Rollout auch in unserer Branche genauer kennen. Und hier ist dann eben ein, ja, eine Publikation, ein Pressebeitrag rund oder ein Informationsbeitrag auch für uns Verbraucher rund um die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022, wo man schon mal diverse interessante Formulierungen findet, wie die IT-Sicherheitslage spitzt sich zu. Die Bedrohung durch Cybercrime im Cyberraum ist damit so hoch wie nie. Natürlich gibt es da auch sehr greifbare Beispiele rund um zum Beispiel den Wegfall von Satelliten für die Datenerhebung und auch für die Steuerung von Windradanlagen. Also, das ist durchaus nicht uninteressant. Und in der Ukraine hatten wir zum Beispiel auch den Fall eines Angriffs auf Kraftwerke. Ja, das gibt es durchaus. Jedoch auf unserem typischen Fällen, die wir jetzt in der Energiewirtschaft sehen würden, dann ist es ja eher das, hey, dass wir gesehen haben, das eine Stadtwerk wurde mal gehackt oder der eine ERP-Anbieter für die Energiebranche wurde mal gehackt und so weiter. Ne? Und naja, da gab es ja zum Beispiel hier in der Landkreisverwaltung in Sachsen-Anhalt gab es einen Fall, dass wirklich ein Katastrophenfall ausgerufen werden musste, weil 207 Tage lang insgesamt nur ein Teil der bürgernahen Dienstleistungen, also das Bearbeiten von Anträgen und so weiter, möglich war. Ja, wegen eines Ransomware-Angriffs, wo also so eine Software durch virus.exe geöffnet wurde, auf der dann stand, sie zahlen jetzt bitte mal 50 Milliarden Euro oder sie kriegen hier ihre Entschlüsselung nicht mehr. Ne? Da hat jemand, ein böser Hacker, hat da verschlüsselt und dann gesagt, hey, ich hätte gerne Geld. Und naja, ich komme ja so ein bisschen aus der IT ursprünglich, habe so ein bisschen, habe so ein bisschen Kenntnisse, sage ich mal, rund um IT-Sicherheit im Weiteren. Wenn ich das so lese, ja, 20.000 Schwachstellen in IT-Software, dann sagt das erstmal noch nicht so viel. 30% davon kritisch, sagt noch nicht so viel. Zuwachs von 10% sagt noch nicht so viel. Im Zweifel gab es die vorher nämlich auch schon. Sie wurden nur nicht gemessen, wurden nicht bemerkt. DDoS-Angriffe und APTs nehmen zu. Naja, ob das jetzt wirklich in dem Sinne so ist oder ob es jetzt nur eher auffällt, das muss man dann nochmal unterscheiden. Was mich dann halt immer so schockiert und warum ich auch dieses Video mache, wenn man so weiter liest, was die klugen Leute sagen, wie zum Beispiel hier unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Bei Faeser muss ich auch immer an Pew Pew denken, war das Star Trek. Ich bin froh, mit dem BSI, unserer tollen Behörde und anderen Sicherheitsbehörden, starke und zuverlässige Partner an unserer Seite zu haben, die jeden Tag ihr Möglichstes leisten, um uns Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung vor den Gefahren aus dem digitalen Raum zu schützen. Gefahren aus dem digitalen Raum. Oh mein Gott. Aber dann, wenn man auf die zweite Seite noch geht und hier das Zitat vom Vizepräsidenten des BSI sich anschaut, weil der Präsident selbst ist ja gerade durchaus in Frage gestellt durch so eine Veröffentlichung, die da das ZDF-Magazin Royal veröffentlicht hatte. Ihr wisst sicherlich Bescheid. Aber dieses Zitat ist halt richtig gut. Die Bedrohungslage im Cyberraum ist angespannt, dynamisch und vielfältig und damit so hoch wie nie. Wir dürfen beim Thema Cybersicherheit keinen Deut nachlassen. Wenn Leute, die das Internet bis heute noch nicht bedient haben, solche Formulierungen halt machen müssen, dann kommt halt genau das hier raus. Das ist wirklich witzig. Was ich aber eigentlich mir jetzt angucken will, ist hier oben schlussendlich verlinkt. Ne? Man kann also zum Bericht selbst gehen, dann kommt hier nochmal so eine kleine Unterseite und dann der PDF-Download. Hoffentlich ist in dieser PDF keine Ransomware mit vorhanden auf diesen 116 Seiten Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Ne? Das sehen wir hier, die Leute sind im Neuland, die haben hier so einen Chip wahrscheinlich drauf und oh, hier, das ist ein Gebäude wahrscheinlich und hier auch sogar ein Smartphone und das könnte jetzt verschlüsselt sein. Oje, oje. Naja, okay. Deutschland digital sicher BSI, wer sich damit beschäftigt, auch gerade wer sich jetzt im Kontext des Smart Meter Rollout mit dem BSI beschäftigt, wird vermutlich lachen, wenn man solche Formulierungen hier dann auch schon sehen kann. Aber okay, was interessiert mich, wenn ich jetzt hier so durch
das Inhaltsverzeichnis gehen würde, dann sehe ich, naja, okay, Gefährdung für die Cybersicherheit, findet man erstmal grundsätzlich die Kategorien von Bedrohungen und Schwachstellen, ja, alles klar, nicht uninteressant. Dann so zielgruppenspezifisch, ja, was ist für mich am interessantesten, Wirtschaft oder kritische Infrastruktur, Kritis oder Verwaltung oder im persönlichen Bereich etc. Wir können ja einfach mal, weil wir ja im Neuland uns bewegen, im Internet und Cyber, können wir einfach mal die Cybersuche aktivieren und geben hier mal ein Energie. So, Energie selbst hat 28 Ergebnisse, machen wir meinetwegen noch Energiewirtschaft, haben wir immerhin noch 3 Ergebnisse, echt, nur 3. Und kommen dann schon auf das Kapitel Digitalisierung der Energiewirtschaft. Und wenn wir lesen Digitalisierung der Energiewirtschaft, wissen wir ganz genau, wir sind in unserer Heimat angekommen im Smart Meter Rollout. Also, ich zoome mal noch ein bisschen näher ran. Cyberangriffe auf Unternehmen, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen der Ukraine haben gezeigt, dass kritische Infrastrukturen zunehmend in den Fokus geraten. Angriffe auf kritische Infrastrukturen haben gezeigt, dass kritische Infrastrukturen zunehmend in den Fokus geraten. Hätte man nicht auch einen besseren Einführungssatz formulieren können durch intelligente Messsysteme und Smart Meter Gateways, ne, sollen ja nun Kommunikationsinfrastrukturen in die Messtechnik gebracht werden. Und naja, damit soll man den Cyberangriffen wirksam begegnen. Es ist ja nun so, dass bisher der klassische Verrachezähler, der schwarze alte Kasten, der seit über 140 Jahren mit derselben Technologie läuft, dass der äußerst analog ist und undigital und manuell und deswegen keinerlei Cybergefahr besteht. Allerdings kann er halt auch nur manuell ausgelesen werden. Ich muss mich da vorstellen, muss lesen und richtig erkennen, muss es aufschreiben, das muss ich richtig aufschreiben und dann muss ich es nochmal richtig weitergeben an meinen Netzbetreiber. Der muss es richtig abtippen. Also es gibt viele Stellen, an denen es was schiefgehen könnte. Deswegen ist es nicht falsch, dass wir hier eine wirkliche Digitalisierung auch spürbar umsetzen an unserer Messtechnik. Das brauchen wir ganz dringend, um bessere Informationen darüber zu haben, was die Erzeugung und vor allem den Verbrauch in Deutschland eben angeht. Also wollen wir das alles. Durchaus sinnvoll. Aber damit schaffen wir überhaupt erst die Einfallstore für Cybergefahren im Cyberraum, wenn die bösen Hacker ankommen. Nun ist es so, einerseits will der Netzbetreiber Netzzustandsdaten haben, will Einspeisung und Verbrauch erkennen, das will der Vermarkter vielleicht auch, der Versorger wird es vielleicht auch wissen für seine Abrechnung, ich als Anwender will es vielleicht wissen für meine Smart-Home-Steuerung und so weiter. Es ist also durchaus wichtig, dass wir sowas machen, um die Belastung des Netzes besser erkennen zu können. Gerade auch im Kontext des Redispatchers geht es ja jetzt immer stärker darum, dass der Netzbetreiber auch deutlich bessere Daten- und Steuerungsmöglichkeiten haben soll, um Stromflüsse eben zu planen, Engpässe zu erkennen oder Überlastungen zu erkennen und die eben auch frühzeitig vorab schon zu lösen. Nun ist es so, dass wir ja mit dem Smart Metering mittelfristig wirklich die Grundlage für eben nicht nur die Auslesung von Messungen haben wollen, sondern eben auch die Steuerung von steuerbaren Einrichtungen umsetzen wollen. Das ist in erster Linie natürlich so das Abstimmen von flexiblen Verbrauchern, Wärmepumpen, Elektromobile und so weiter, mit den flexiblen Erzeugern wie einer Solaranlage, mit vielleicht auch noch dem Speicher, dem Akku, der mit zu Hause verbaut ist oder eben Wärmepuffer, der zu Hause da ist, um schlussendlich auch netzdienlich, marktdienlich eingesetzt werden zu können. Das heißt, wir schauen, gibt es gerade eine Unterdeckung im gesamten deutschen Netz, dann speist die Solaranlage eben ein. Haben wir gerade eher einen Überschuss, dann wird der Speicher vollgeladen und wird nicht eingespeist. Ne? Das ist so ein bisschen die Grundlage dahinter. Ist ja auch ganz simpel zu verstehen. Die sichere und standardisierte Fernsteuerung von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen über das Smart Meter Gateway ist elementar für ein zukunftsfähiges Smart Grid, also intelligentes Stromnetz. Ja, natürlich. Also genau das wollen wir haben. Also das sagte nun auch jeder, wir wollen diese wirkliche Digitalisierung der Energiewende ja auch haben. Nun ist das ja aber auch so, dass wir damit, gerade wenn es auch um Fernsteuerung geht, ein ganz klares Einfallstor für Cybergefahren aus dem düsteren Cyberraum schaffen. Und damit müssen wir natürlich irgendwie umgehen. So, dann wissen wir ja, unsere Hersteller von intelligenten Messsystemen, die wurden ja zertifiziert. Nun wurde die ursprüngliche Zertifizierung in Frage gestellt durch
durch das OVG-Urteil, an das wir uns alle ja erinnern können, und dann natürlich auch durch die Rücknahme der eigentlichen Markterklärung des BSI durch das BSI selbst, wurde auch gesagt, ja, nee, ist hinfällig, aber wir haben mittlerweile auch schon neu zertifiziert. Also die ursprüngliche Zertifizierung nach Common Criteria, CC, war dann irgendwann nicht mehr ganz so in Ordnung. Und dann haben wir ja auch schon Anfang dieses Jahres 3 der 4 Hersteller neu zertifiziert und auch veröffentlicht, wie diese Steuerung im Home Area Network, also im Heimnetz des Smart Meter Gateways, dann laufen soll. Das heißt, hier geht es dann wirklich darum, wie soll diese Smart Home Geschichte aussehen können. Und naja, durch den geplanten massiven Ausbau von erneuerbaren Energien und die zunehmende Vernetzung sind die Bemühungen des BSI in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium, Partnerbehörden und der Branche zur Förderung der stufenweisen Rollouts von sicheren und zertifizierten Smart Meter Gateways weiterhin zu intensivieren. Und zugleich der gemeinsame Dialog zu den Zielbildern der sicheren Digitalisierung fortzuführen. Der Abschlussabsatz zu diesem Thema sagt also, durch den geplanten massiven Ausbau von Erneuerbaren, bla 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 bla, ist die Bemühung um die Zusammenarbeit zu intensivieren und der gemeinsame Dialog ist fortzuführen. Gott, kann man noch weniger aussagen als hier. Also, warum mache ich dieses Video? Wer Hoffnung hat in die Digitalisierung des Stromnetzes und Gasnetzes und überhaupt der Energiewirtschaft zu setzen, wer glaubt, dass die Behörden hier wirklich mal Klarheit schaffen, wer glaubt, dass der lächerliche Fortschritt des Smart Meter Rollouts durch nun klare Vorgaben in sich Form annimmt, der muss weiterhin enttäuscht bleiben. Das BSI hätte ja nun eigentlich schon seit langer Zeit mal die jährlichen Marktanalysen veröffentlichen müssen. Die letzte ist von 2021. Oder war es nicht sogar 2020? Nee, stimmt, 2020 kam die letzte raus. Und dann die Rücknahme der Erklärung von Februar 2020. Dann gab es mal dieses Stufenmodelldokument und die technischen Eckpunkte. Schön gut, aber naja, also auch der Ausschuss für die Gateway-Standardisierung hat sich einmal dieses Jahr getroffen, um so ein paar Ideen mal sich anzuschauen. Einen klaren Fortschritt sehen wir wirklich nicht. Es gibt jetzt Gerüchte, dass aus dem Bundeswirtschaftsministerium die klare Forderung kommt, Hürden abzubauen und jetzt endlich mal loszulegen mit dem Rollout. Ich glaube, ein Zitat vom Wirtschaftsminister war, im Notfall müssen wir die Dinger mit der Post verschicken. Hat er natürlich nicht ganz so gemeint, aber es soll jetzt zeigen, wohin es jetzt gehen soll. Wir müssen es voranschreiten. Aber nun ist halt die Beschreibung des BSI im Thema Lage der IT-Sicherheit zu der Thematik hier so dermaßen leer und nichtssagend, dass man sich mit einem minimalen IT-Hintergrund schon Frage stellen muss, ist das gerade der richtige Weg, den wir hier einschlagen, oder sollte man nochmal Leute, die sich damit auskennen, dran lassen? Naja. Wenn ich also nach Energiewirtschaft google, suche innerhalb dieses Dokuments, finde ich diese 3 Ergebnisse, also eigentlich nur das Kapitel, in dem ich gerade war. Wenn ich das Energie wieder rausnehme, dann immerhin 28 Ergebnisse, dann schauen wir da mal ruhig durch. Okay, in Destroyer-Angriff auf ukrainischen Energiesektor, das habe ich ja vorhin mal erwähnt. Dann Windenergieanlage, die konnte nicht mehr richtig gesteuert werden durch Angriffe auf Satelliten. Kennen wir prinzipiell, haben wir grundsätzlich wahrscheinlich in der Presse mitbekommen. So. Konnte durch rege Energie des europäischen Verbundnetzes stabilisiert werden, bla bla, alles klar, war also möglich, dass das Gesamtsystem diese Cybergefahr bannen konnte. So, und dann, ja, okay, April war das eben, gehen wir noch weiter, Sektor Energie wird nur aufgelistet, hier wird es interessant. Meldungszahlen nach Kritis-Sektoren, also Kritis ist ja die kritische Infrastruktur, Unternehmen in diesem Bereich haben eine besondere Verantwortung, auch Sicherheitslücken oder noch offene To-Dos im Kontext der IT-Sicherheit zu melden. Und im Bereich Energie haben wir mit 82 Meldungen den zweitgrößten Anteil. Noch mehr gab es nur in der Gesundheit, im Gesundheitswesen, Krankenhäuser und so weiter. Wir liegen damit also noch vor Finanz- und Versicherungswesen und vor der eigentlichen IT und Telekommunikation. Okay.
So, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir nämlich hier so eine Zusammenfassung: Mängel aus dem Kritisektor Energie. Hier ist der Hauptanteil ein Mangel in der Kategorie Managementsystem für Informationssicherheit, also das ISMS. Also Managementsystem läuft ja immer darauf hinaus, man schreibt sich Regeln dafür auf, wie man mit Problemen und Lücken umgeht. Und das scheinen viele Unternehmen in diesem Bereich noch nicht ordentlich getan zu haben. Nächste Kategorie waren Mängel in der Kategorie bauliche physische Sicherheit, also wirklich ja, Zugang und Wartung und Zustand und sowas. Auch da offensichtlich einige Mängel, was hier auch verbunden wird mit, naja, es war Pandemie, die Leute sind nicht rausgefahren. Drittgrößter Anteil. Asset Management. Assets sind ja nun, ich sag mal, Besitztümer, die im Rahmen der eigenen Wertschöpfung verwendet werden. Und Mängel im Asset Management, ob das darauf hinausläuft, dass man nicht ordentlich nachvollzogen hat, welche Anlagen habe ich gerade überhaupt oder was ist überhaupt in welchem Zustand gerade, das könnte ich mir dabei vielleicht vorstellen, deutet halt am Ende auch alles darauf hin, dass der Digitalisierungsstand zu gering ist, dass man hier wahrscheinlich Dinge noch auf Karteikarten abgelegt hat und das dann im Zweifel nicht mehr ganz aktuell war. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also das sind so ein paar auch Zustände zum Energiesektor. Man will sich gar nicht das andere durchlesen, weil da wird es teilweise noch gruseliger. Wenn man im Energiekontext arbeitet, weiß man ja auch, dass man hier teilweise wirklich nicht so weit ist. Wer sich jetzt wirklich für das Thema interessiert, kann hier, wenn ich nach Energie weitersuchen, sich mal den Netzkodex über Cybersicherheit anschauen. Das kommt aus der europäischen Ebene und hier wird dann eben auch darüber geredet, dass zum Beispiel die ENTSO-E als Verband der Netzbetreiber in Europa einen Netzkodex zum Thema Cybersicherheit erarbeiten soll. Hier wird schlussendlich drinstehen, wie Cybersicherheit im Netzbetrieb umgesetzt wird, könnte man mal so sagen. So, und wie da Zielerreichung stattfinden soll. Nicht uninteressant, kann man im Auge behalten und kann auch auf jeden Fall bei der ENTSO-E nachschauen. Stand der aktuellen Entwicklung. Wir haben ja dieses Strombinnenmarktpaket und damit einhergehende Änderungen, dass das nur gemacht werden soll. Ja, wurde also seitens ENTSO und EUDSO-Entity mit der Entwicklung begonnen. Der Vorschlag wurde im Januar 2022 an Acer übergeben. Acer ist die europäische Regulierungsbehörde, also wie die Bundesnetzagentur, eben auf EU-Ebene. Es ist davon auszugehen, dass der Netzkodex als europäische Verordnung Anfang 2023 in Kraft treten wird. Also im Auge behalten, wer sich mit dem Thema Cybersicherheit, Cyber, Cyber, Cyber im Kontext auch von der Energiewirtschaft oder Stromnetzen beschäftigen möchte, einfach hier wirklich weiter reinschauen. Hier findet man also verschiedene Infos dazu, was das Ganze angeht. Nicht uninteressant. Gehen wir mal weiter. Netzkodex immer noch. Netzkodex. So, dann hatten wir diese Digitalisierung der Energiewirtschaft, wo wir schon waren. Das war im Großen und Ganzen der Rollout mit den leeren Phrasen. Dann hatten wir nochmal das Thema Satelliten und Windenergieanlagen. Und dann sind wir auch schon bei Begriffserklärungen. Also ganz streng genommen steht da nicht so viel über die Energiewirtschaft drin, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Da kann man noch weiter gucken. Ich suche mal nach Stadtwerk. Das findet man nullmal. Okay, dann suche ich mal nach Daseinsvorsorge. Findet man einmal. Und zwar im Kontext Smart Cities, weil natürlich die Daseinsvorsorge als Tätigkeitsbeschreibung des Stadtwerks oder des Gemeindewerks oder wie auch immer man es nennen möchte, genau der Bereich ist, der in einer Smart City jetzt weiterentwickelt wird. Ja, gut. Ist genauso das Gleiche. Hier geht es um Digitalisierung. Wir sind irgendwie nicht besonders weit in Deutschland. Ja, mal gucken. Dass ich Daseinsvorsorge auch nur einmal finde auf diesen 116 Seiten, sagt da natürlich auch einiges zur Smart City. Ja, man könnte jetzt mal nochmal nach Gas suchen. So, Gas haben wir haben wir nullmal. Man findet hier nur einmal das Wort Pegasus, was wiederum eine Software ist. Und dann können wir nochmal suchen nach Strom. Auch 24 Mal. Jetzt sind wir hier Stromverbrauch, Kryptosystem. Ja, gut. Stromausfälle in Ukraine. Ukraine und Windenergie. Und Netzkodex. Das sind also genau die gleichen Themen. Netzkodex, Netzkodex, Netzkodex. Nehmen wir schon Waren. Und dann wieder Digitalisierung der Energiewirtschaft und wieder
Begriffserklärung. Okay, wir finden nichts Neues mehr. Okay, das ist es also. Das ist es in dieser Lage der IT-Sicherheit in Deutschland mit den Cyberraumgefahren, die cybermäßig hier ganz gefährlich sind. Die Bedrohungslage im Cyberraum ist angespannt, dynamisch und vielfältig und damit so hoch wie nie. Wir dürfen beim Thema Cybersicherheit keinen Deut nachlassen. Naja, halt nicht mit diesem Dokument. Also irgendwie habt ihr hier eure eigene Zielsetzung nicht erreicht, behaupte ich es einfach mal. Okay. Ihr werdet hier auf unserem Kanal in Zukunft also auch noch einiges mehr im Kontext des Smart Meter Rollouts hören. Das ist ein Thema, was mich seit Jahren interessiert. Ich glaube, ich habe mich seit 2014 damit beschäftigt. Dann kam ja nun 2016 das Mesh-Betriebsgesetz und seitdem bin ich in dieses Thema vernarrt, gerade auch, weil wir in Deutschland nun mal in dem Zustand sind, in dem wir sind. Der Cyberraum ist immer noch Neuland, Hashtag Neuland, und dementsprechend müssen wir mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Gleichzeitig kann man durchaus davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr wirklich ein paar Schritte sehen werden in der konkreten Digitalisierung der Energiewirtschaft und der Energiewende. Der Smart Meter Rollout wird hoffentlich neue Rahmenbedingungen bekommen und auf dieser Grundlage können wir wahrscheinlich auch unsere übergreifenden Themen dann endlich mal weiterentwickeln. Im Smart Grid und Smart City und Smart Home und so weiter Bereich. Ne? Naja, okay. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu dem Thema Cyber-IT-Sicherheit, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und lasst euch im Cyberraum nicht weghaschen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.